So, ihr seht schon, Jaws ist hier schon fleißig am Schwingen. Er testet schon mal unsere neue Fähigkeit, die wir im letzten Part geholt haben. Damit erstmal zurück zu Disney Illusion Island und mit mir und Jaw beim Schwingen. So, ich teste jetzt auch mal aus. Ah, okay. Und dann kann man noch... Muss ich den Sprung drücken oder lässt er... Lass los. Einfach loslassen und den springen. Achso, gut. Wie weit geht denn das, die Reichweite? Von R von unten. Oh, gut. Gut, dann schwingen wir uns mal zum nächsten Abteil. Da müssen wir ja... Ah, das ist cool. Warte mal, so. So, ach, da Jens runter rechts. Ah, was? Warte, warte. Warum? Foto meine ich. Sehen das? Sehen. Oder haben die ein Foto schon gemacht? Nee, das heißt, das schaffst du. Aber fällt trotzdem noch irgendwo eins. Also 4 haben wir und 5 gibt's. Flieg! Hochkommen. Ja. Aber ah, warte mal. Ich dachte, man kann das Ding jetzt irgendwie runterziehen mit der Fähigkeit. Also geht nur an diese komischen Dinger, wo naja, unten muss man. Nein! Ja, tschau. Jetzt was. Dort muss der eine weg, ist da. Jetzt rüber, muss wohl zurück schon. Jetzt um. Warte, warte, warte. Warte. Jetzt. Dann schwingen. Na. No. Und hepp. Na. No. Gut. Ja, doch. Ah, warte, ja. Ah! Scheiße! Ja. Da fehlt noch, oder? Man muss ein bisschen aufpassen. Ja, was? Ja. Ja, ich hab ein Feuer schon. Ich bin dann schon Feuer. Gut. Ach, die in der Lampe da war das, das Foto. Ja, das ist so ja. Nee, oder anderer Ort jetzt. Aber das müsste jetzt, glaube ich, gleich kommen, wo das war. Ah, hier ist er, ja. Ja, genau. Ah. Ah. Foto, Toto. Ja, das ist so. Da haben wir alle. 1 von 1. Wir haben alle. 2 Karten fehlen ja noch und 2 so eine Beutel. Ja, du hast selber Beutel. Was ist ein Beutel? Windbeutel, die einen machen. Hat der. Aber? Krebs. Urlaub auf Hawaii. So, ich hab wieder das Spiel. Windbeutel. Die einen. Ja. Die rechts. So. Ja, rechts sind ein Stück nach unten. Da, da sieht so ein bisschen eine Motte. Da sehen. Wo? Motte. Unten, unter uns. Ach so. Ja, genau, genau, genau. Das Ding. Gut, gut, gut. Warte. Ich muss ein bisschen runter. Gut. Was? Schrei halt! Schrei halt! Nummer 3. Sein süßes Äußeres täuscht, ja. Denn der Schrei als Jaws ist der Fluch der Schmuggler in den vergessenen Farmlanden. Sein Schrei ist so laut, ja. Und Marker strömt, dass er sich aufpustet und blitzähnlichen Strom erzeugt. Wirklich schockierend. Ich aber nicht. Ach so, das sind die kommen Blitzviecher. Ja. Der 2 ist dann bestimmt die, ne, wo, der andere oder? Da leben die alle Bösen. Ja. Was? Du, warte, den mal hoch. Du? Du hast gedrückt. Wie? Na, machst du? So unten. Gut. Die kommen wieder, warte. Wo ist ja, der da unten? Sind die Lieben, ja. Hier, guck mal, denen kommen ohne Hauptbösen. Ja. Bösen. Gut, komm rüber. Na, einfach nach rechts. Warte. Hi, Dex. Warte.
Ja, 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 ja. Moment mal, warte, warte, warte. Na, wie ich holen. Warte, ich komme. Ich sterbe. Warte. Viel. Was denn? Ja, warum gibt's ihm denn noch welche? Hä? Guck mal, hier sind immer noch Bauer, der jetzt schon Ende ist. Ja, los. Warte, warte. Da, warte mal. Mal gucken. Genau, no, bleib dran. Oh, ah, oh, jetzt musst du wohl noch. Na, fast. Alter! Hier weiter! Ah, hier, das kriegen wir bestimmt als nächstes hin. Im Wind. Hey, was ist das denn? Entschuldigung! Murmelspitz! Heiliger Buckram! Ach du Schreck, da fällt mir glatt die Buchstaben aus den Seiten. Du tust uns leid, was, wir wollten dich nicht erschrecken. Hm. Zum Glück bin ich nicht einer dieser Bücher ruinierenden Bibliothekare mit schwachen Nerven. Hm. Jedenfalls hat uns ein Freund gesagt, dass du gestohlene Bücher wiederfinden kannst. Gestohlene Bücher? Gerissene Druckplatten? Etwas Schlimmeres kann ich mir nicht vorstellen. Es handelt sich um eine Reihe. Ein Band haben wir bereits, aber die anderen zwei sind irgendwo in Monot. Interessant, darf ich den Band, den ihr an euch gebracht habt, mal sehen? Goofy hat er, ne? Beim Haupt der Hoheit! Oh. Du erkennst dieses Buch? In meiner Kindheit erzählte man sich von drei magischen Büchern, die älter als Pavonia selbst sein sollen. Es hieß, die Bücher seien von den Helden Monots erschaffen worden. Der Legende zufolge hauchte jeder Held den Büchern etwas von seiner Passion und seiner Magie ein. Na, ganz tolle Geschichte, aber weißt du, wo die anderen Bücher sind? Nein. Oh, tja, trotzdem vielen Dank. Aber einige der seltensten Gegenstände sollen auf dem Haupt der Hoheit zu finden sein. Auf dem Haupt der Hoheit? Auf dem Gipfel Pavonias, dem höchsten Punkt in ganz Monot. Alles klar, wie kommen wir dorthin? Ganz oben in der Altstadt gibt es einen Eingang. Könntest du den auf unserer Karte markieren? Oh. Natürlich, schon erledigt. Aber ich muss euch warnen, nur wenige haben versucht, den Gipfel zu erklimmen und niemand hatte Erfolg. Naja, wir befinden uns auf dem Helden auf der Mission. So, was ist genau unser Ding? Danke für deine Zeit und die Information. Nein, ich danke euch. Nie hätte ich mir träumen lassen können, einer der legendären Folianten zu sehen. Ich kann es kaum erwarten, diesen Bibliothekaren unter die Nase zu reimen. Quack, diese Rivalitäten ergeben gar keinen Sinn. Besuche den also ganz hoch müssen wir jetzt. Erreiche den Fuß des Berges. Eine neue Reise. Ja, also brauchen wir wieder Schmuggel. Noch höher soll. Guck mal, viele Bauer, die. Alter. Ja. Dann die auch Alter sagen. Und viele. Guck mal, da noch 10. Hm? Da. Ja. Nuss. Ja, ich konnte das haben schon. Nuss? Oh, für den Schrein hier müssen wir den Folianten der Astronomie auftreiben. Achso, das haben wir noch nicht. Echt? Ja. Und mach den Herz gleich. Erst mal oben. Ja. Den Herz. Den nicht. Hä? Hey. Boah.
Du siehst es aber besser als ich. Okay. Ja. Kann nicht weitersehen. Ja. Ich kann das sehen. Ja, links Schlüssel gut. Also erst noch links. Was denn? Foto. Haben wir doch. Ich will ein Foto sehen. Dann ich irgendwie in der Hand. Das ist doch gut. Schau, hier hast du Schlüssel. Ja. Nee, warte. Ah, unten ist ein. Der andere Seite. Das? Mickeys Golfschläger. Pluto der Caddy. Und wie kommen wir jetzt zum Pluto? Was wohl? Ich muss da kaputt machen. Ach so. Achso, jetzt muss ich kaputt. Ich weiß nicht, besser aufhören. Ja, ja. Fast 1000 Glimmsommer. Pass auf, pass auf. Genau, der schon wieder. Ey, eine Spinne! Ein Spinnenstier! Ja, aber. Spinnenstier! Oh, Glimmbelohnung. Neues Puzzle. Mama. Der mit ihm aus Haus, oder? Dann gehen wir wohl auch Herz, ja? Ja. Natürlich, überall. Immer her. Oh. Ey, das hab ich. Echt mal. Ja. Das hab ich gesehen. Ist das Stachel? What the fuck? Das wurde da. Na. Oh, warte. Warte, warte. Was? Vico. Die Kletterin Vico ist selbstbewusst und mutig. Obwohl die Berge vor ihr täglich wachsen, lässt sie sich nicht aufhalten und stellt sich den Herausforderungen mit deinem Lächeln und dem ein oder anderen selbstgemachten Gepäck. Mach schnell. Was denn? Achso. Der Monster. Ah! Da sehen? Oben ist der eine Opferdorf. Achso, ja. Digo. Dido, ja. Also erst nach links. Ich gebe mir einen neuen Kartenteil. Ah! Gib mir ein neues Toastbrot. Ah, wo ist Minnie Maus? Ist hier ein Puzzle. Ich hoffe, dass ihr hilft, euch die Terrain dieser wunderbaren Stadt zu entdecken. Ja, nächste Kartenteil. Ah, wo? Pass auf, oben. Jetzt. Aber pass auf. Ah, da. Guck mal, geh dich hin. Mit dem Maus. Na? Geh mal auf den Mund. Ah. Hä? Ah, jetzt hab's. Ja. Da ganz unten, das Grüne. Das letzte Blatt da. Guck mal, was ist das? Alter, wie willst du das Foto machen? Ja, aber wie willst du da jetzt Foto machen, Alter? Warte, warte, ich mach mal. Nein. Leute, seht ihr das? Hä? Wollt ihr die jetzt hier drauf? Weiß ich doch nicht. Ja. Alter, das ist ja fies, ey. Ja. Ich hab das so auf sehen und dann hab ich das Aber der, wie hat der mich nicht sitzen? Hat der nicht sitzen? Nee, eben nicht. Ich weiß nicht. Oh, Alter. Warte ich. Nee. Mann, ich sehe ihn dann! Einer am Stehen!
Oh! Warte, warte, warte. Nee, nee, nee. Warte, warte. Der erste nach links, der kaputt machen. Ja, wo die nach unten ist. Warte, warte. Nee, erst da. Mann. Geh weg, du Kaktus. Boah, gut. Jetzt wieder zurück. Toms. Die Belustigung in Servus Swing Spelunke ist für müde Roboter reserviert. Da ist es ein schräger Anblick, wenn man dann Toms dort in Aktion erlebt. Seine endlosen Klanglandschaften sind in ganzen Monat zu hören. Oh. Links brauchen wir eigentlich nicht, wo? Da brauchen wir schon. So heißt der. Wo? Also nach rechts, oder? Ja. Da waren nur noch zwei Schlüssel. Vorsicht! Ja. Drin, ne? Ja. Na gut, da kommen wir nicht. Ja. Also noch weiter unten? Oder wollen wir mein Herz? Ist jetzt noch weiter runter? Ja. Ja. Mal jetzt runter oder wo immer? Ich glaube, wir kommen jetzt so wieder hoch, ja. Gut. Na gut, da kommen wir nicht durch. Und da sind wir. Mit da waren wir eh schon. Also nach rechts. Warte, ich will das Ding holen. Los! Henriette Huhn! Ah, der! Ja. Die meine ich, die da. Ja. Rechts. Und dann wieder hoch. Wenn wir noch einen Schlüssel fährt er noch. Und der jetzt wieder hoch. Da sind wir ja, hä? Nee. Juhu! Dass man da irgendwie wieder hochkommen muss. Oder links nach. Links. Naja. Da waren wir ja schon vorhin. Da sind wir drumherum jetzt. Da. Ja, ja, nochmal drumherum und dann rechts lang. Ja. Schon, ja. Jetzt nach oben noch, ja.
So. Halt. Mensch, Mickey, ich bin hier vorbei, Mann. Oh. Ja, hoch. Oh! Haben die gefressen? Die waren wir schon, ne? Ja. Jetzt da rechts. Da waren wir schon, ja. Jetzt weiter nach rechts hinauf. Ja, ich wollte hier hoch. Ich bin Schlüssel, ja. Ja. Jetzt müssen wir runter. Warte. Ich aber aufmachen wieder, ich bin drin. Ja. Mach mal alles auf. Na, rechts, immer rechts. So. Hey. Was guckst du denn nur? Dann noch links lang. Ja, kommen wir noch nicht hin. Da war zu. Hier unten? Da war. Denn? Nee, aber rechts waren wir noch nicht, das ist noch dunkel. Da ist irgendwas hier. Warte mal. Ah! Ja. Da geht die Mäuse hin. Das ist nicht so Mäuse. Da sitzt du im Westen der. Ja. Einmal. Pluto, Raumanzug. Weltraumgassi. Warte, warte, warte. Hä? Er kommt! Nee, doch nicht. Schnell ist der. Warte, mach mal auf. Erklimme den Gipfel! Das ist wohl ein Bad wahrscheinlich. Ja. Das ist doch für dich gut. Könnt sich gleich ein. Gut. Na, kriegen wir noch 1000 zusammen heute? Warte, warte. Mickey Mouse Dirigenten-Outfit. Mickeys Platzkonzert. Achso. Da, festhalten, wieder. Boah. Gut. Nein! Hey! Doch gesprungen. Hey! Komm ich hoch! Hatte ich jetzt nicht festsetzt. Warte, warte, warte. Warte! Hätte ich vorher sterben lassen, hätte ich die retten können. Nee, jetzt. Na, jetzt habe ich den. Gut, genau. Gut. Warte, nein, nein, noch nicht!
deswegen. Joy. Guck mal, ist da rechts. Ah, wusste ich. Ja, warte. Kotto und links. Ja. Links? Warte, hier. Gehst du rechts? Ja, oder so, jetzt so. Ah, ja. Was haben wir jetzt gekriegt? Irgendein Toko haben wir doch jetzt gekriegt, oder? Ja, hat er den? Nee, ist es anders. Der Bubebassen! Ach da, ja. Chef! Chef ist Ozeanograf der Sterne und erforscht das Sternenmeer schon sein Leben lang. Außerdem sammelt er Sternbilder und mischt sie wie Karten. Er ist der weiseste und klügste Vertreter in diesem oft unterschätzten Feld. Richtig. Hier ist auch noch was. Der große gute Wolf, Minimas Brathähnchen. Go. Muss ich manchmal mal um den Dribbel. Oh, hätte ich doch fest, Mucki, ey. Da links ist ein Briefkasten. Muss ich mal zurück. Na? Ja, warte, warte, warte. Jetzt. Oh. Auf! Ja. Das sieht so schon. Du meine Damen nicht aufpassen. Ja, das sehen und dann weiter. Ja. Manchmal sehe ich es, manchmal nicht. Ja, ja. Aufpassen. Ja. Ah, Mickey. Leute, passen die auf. Ja. Bist du noch jünger oder hast du besser Auge? Ja. Wieso? Genau, deine Augen. Ah! Double A, mach langsam. Da unten, oben. Mach langsam. Oben. Oben ist links. Gut. Komm, was? Da rechts ist du schnell. Da, wo das rote Cluster ist? Nein. Ah. Oh, was haben wir da hier? Hallo, wir müssen zum Haupt der Hoheit hinauf, um ein gestohlenes Buch zurückzuholen. Was? Hadron Hackern? Was interessiert mich das? Naja, uns wurde gesagt, dies sei der einzige Weg. Seht ihr irgendeinen anderen? Nein, würdest du wohl deine Ausrüstung zur Seite tun, damit wir zum Aufstieg beginnen können? Sieht meine Untersuchung für euch abgeschlossen aus? Das können wir nicht beurteilen. Wann ist sie denn abgeschlossen? Ist irgendein Forschungsvorhaben abgeschlossen, bevor die Ergebnisse eingereicht werden? Wieso reichst du sie denn nicht ein? Dazu müsste ich meine ganze Ausrüstung unbeaufsichtigt lassen. Jeder könnte sie anhören. Ich weiß nicht, ob mir die Andeutung gefällt. Donnerwetter, wie wär's, wenn wir die Ergebnisse für dich einreichen? Denkt ihr etwa, dass ich euch vertrauen kann? Klar, kannst du das, wir sind Helden. Schafft ihr es nach Osten ins Astronomibium Astrono, wo die Kraterbucht liegt? Kein Problem, das kriegen wir hin. Wisst ihr, wo die Forschungsstation ist? Kannst du das bitte in unserer Karte einzeichnen? Und glaubt ihr, dass man euch ohne dieser Lobs Astronos Arbeitseingang passieren lässt? Darum hatten wir ja gar nicht gebeten, aber trotzdem danke. Wir liefern die Forschungsergebnisse ab, du bewegst dein Zeug zur Seite und dann klimmen wir den Berg. Warum sollte mich das interessieren? Oh. Stellst du immer alles in Frage? Natürlich, ich bin Wissenschaftler. Arbeitserlaubnis. Was ist das für ein nerviger Typ, Alter? Ich denke, ich mache das hier. Ja. So. Da gehen wir aufs nächste Mal hin, Joe. Ernsthaft, das hier ist nicht, ja?
Jawohl, das sieht nordisch hier. Mach da Krempel weg. Ah, wir haben 1000. 1001. Das ist der verlassene Teil, die wollen wir ganz nach rechts wahrscheinlich. Und Leute, ihr müsst das nicht essen, der du ihr den Daumen hoch machen musst und Abo da. Na gut, so weit ist es ja auch nicht. Gut, dann gehen wir jetzt das mal hin. Das war's dann an unserer Stelle. Mal gucken, was dieser nervige Typ hier. Für den wir Donald rasten können, kannst du ja mal ein bisschen auslasten, genau. Müssen wir jetzt für den extra noch einen Weg erledigen, dann wird man hier vorbeikommen zum Gipfel. Aber naja, was tut man hier nicht alles? Werden wir das im nächsten Part tun. An dieser Stelle. Lasst doch gerne ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und schaltet gerne bei dir anderen Projekt ein, bei Legend of Zelda Phantom Hourglass. Und wir zwei und seht ihr dann im nächsten Part wieder zu Disney Illusion Island. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem ihr das Video schaut. Und mit Retro Julie. Ciao. Out.